Was geht ab, Freunde? Heute nehmen wir mal wieder eine Folge Grundstücke bewerten auf. Und was wäre eine gute Folge Grundstücke bewerten ohne den lieben Devin? Was geht ab, Devin? Was geht? Hallo! Alles klar bei dir? Ja, hast du Bock? Alles fit. Also, ja, wir saßen gerade schon auf dem Teamspeak und wir meinten, dass wir echt gespannt sind, was ihr wieder schon so für Grundstücke hingezaubert habt. Und guck mal, was ich gerade gesehen habe, Devin, da ist ein Trampolin. Oh, dann springe ich mal da rein. Oh, was passiert denn jetzt? Die Lava ist weggegangen. Nein, ich hab verkackt. Nein. Hier, guck, man sieht die Lava durch die Schleimlücke. Oh nein, ich wollte dich eigentlich pranken, aber ich habe Undo eingegeben, ganz in Gedanken. Hat leider nicht geklappt. Du bist ich auch bin sowieso im Game Mode gewesen, als hätte das nichts gemacht. Hätte ja nochmal klappen können, ne? Guck mal, ich mach das jetzt vielleicht hier. Beim nächsten Guck mal, das weißt du, was das für ein Grundstück ist, Devin? Das ist das Grundstück, hier habe ich das letzte Mal Wünsche erfüllen aufgenommen. Hier sind noch die ganzen Limits drin. Blau. Blau, okay. Was habe ich gewonnen? Also, du hast gewonnen 1,5 Millionen, nicht schlecht. Ich wünsche mir einen Spawner. Hier, guck mal, ich hatte auch hier waren 50 Millionen drin, ne? Oh. Glaubst du auch nur, irgendjemand hat sich für die pinke Farbe entschieden? Ah, okay, da. Das nächste Mal darf ich nicht... Ich werde es auf jeden Fall beim nächsten Mal tun, pink. Das nächste Mal darf ich es nicht wieder in die pinke Farbe packen, weil niemand hat die pinke Farbe genommen, nicht ein einziger. Na gut, naja, wir kommen vom Thema ab, Devin. Wir müssen jetzt Grundstücke bewerten. Okay, wenn ihr wollt, dass ich öfters mal Grundstücke bewerten, dann vergesst jetzt auf gar keinen Fall, hier einen Daumen nach oben da zu lassen. Und schaut auch gerne mal beim lieben Devin vorbei. Fast 20.000 Abos hast du mir gerade erzählt. 20.000 Abos hat der gute Devin schon. Komm, jetzt macht ihm mal die 20.000 Abos voll. Jetzt tut mir mal den Gefallen, Freunde. Der ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut einfach mal beim guten Devin vorbei und denkt ans Abonnieren und natürlich auch die Glocke bei ihm aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von ihm. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Devin, du weißt, was deine Aufgabe ist. Okay, let's go. /PH. Ich bin echt gespannt, was wir heute so für Grundstücke erwischen. Und dann würde ich sagen, stopp. Okay. Wir sind bei anno-007. Okay, und das sieht auf jeden Fall schon mal echt gut aus. Ey, ist der, guck mal, der Boden hier ist ein bisschen aus Diamanten. Und ein Beacon dran. Er hat hier ein paar Kisten aufgemacht, glaube ich. Ja, das sieht ganz danach aus. Ich muss mal ganz kurz... Beacon-Paket, Zauberpaket. Okay, so, jetzt ist es besser. Do-Paket. Boah, der hat aber ganz schön viel aus den Kisten gewonnen. Der hat ganz schön viel Glück gehabt auch, oder? Ja, meiner Paket ist auch mit dabei. Das ist nicht schlecht. Okay. Also, echt geiles Grundstück. Also, ich würde sagen, als zuallererst der Gesamteindruck von außen gefällt mir richtig, richtig gut. Auch die Fassade und so ist auf gar keinen Fall langweilig gehalten. Ich denke mal sogar, dass er noch vorhat, eventuell ein paar Etagen oben drauf zu setzen. Könnte ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall ist da noch viel Platz oben. Okay, also von außen gefällt es mir auf jeden Fall schon mal. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was drinnen so abgeht. Oder guck mal, da hängt sogar eine Karte von der Nachbarschaft. Kann das sein? Ja. Guck mal, da sind wir. Ich bin gar nicht im Game Mode. Ich gehe mal kurz im Game Mode 1. Ja, bei dem grünen Punkt sind wir, glaube ich, ne? Ja, hier bei dem grünen Punkt ist man und in die Richtung gucken wir quasi. Okay. Ja, dann hat er hier einen Shop. Der ist auf jeden Fall, geht klar. Wir haben auf jeden Fall schon Shops gesehen, da gab es eine größere Auswahl. Aber kann jetzt ja auch nicht jeder die Auswahl. Aber guck mal, hier oben hat er auch ganz schön viele. Also man muss ihm lassen, der Shop ist relativ günstig. Ja, guck mal hier, ein richtig krasser OP. Das ist der krassere OP-Apfel von beiden, ne? 2000 Dollar, das geht doch auf jeden Fall klar, oder nicht? Da kann man doch gar nicht meckern. Also, das sieht auf jeden Fall auch von innen hier nochmal ganz, ganz, ganz... Guck mal, da hat hier sogar... Das habe ich gar nicht gesehen. Papageien. Der hat hier Papageien in der Mitte. Das ist ja mal mega, das ist ja mal mega geil. Okay. Also, was meinst du, Devin? Was steht hier? Diamantenschuhe, Schutz 4, Haltbarkeit 3. Er hat hier sogar eine Klinge. Hast du deine Minecraft-Sounds an? Das geht auch klar. Was? Mach mal deine Minecraft-Sounds an und lauf hier rüber. Ich hör's ganz leicht. Warte. Wo war's hier? Tatsache. Okay. Das ist eine richtige Klingel. Solche Kleinigkeiten, wisst ihr, solche Kleinigkeiten machen Grundstücke meiner Meinung nach auf jeden Fall besonders. Die Redstone-Anträge auf Durchrasten sind jetzt übrigens auch offen. Die haben wir vor ein paar Tagen auf offen gestellt. Das heißt, wenn ihr Bock habt, auch Redstone auf eurem Grundstück zu benutzen, dann schaut einfach mal im Forum vorbei. Da wird euch erklärt, wie ihr einen Redstone-Antrag macht und wie das Ganze funktioniert und wie ihr Redstone bekommt. Das heißt, wenn ihr Bock auf Redstone habt, schaut im Forum vorbei. Und, das wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Und dann würde ich sagen, dann kommen wir, warte mal. Eine Sache haben wir noch nicht geschaut. Einen Keller hat er auch. Ja. Aber der ist jetzt, halt ein ganz normaler Keller, ein bisschen Essen. Also,
Okay. Ganz oben in der Luft ist noch was. Also über dem Shop, da steht der Shop. Warte mal. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Da steht nochmal Shop ganz groß. Das ist immer ganz gut, um auf sich aufmerksam zu machen. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Ah. Und das da oben, das müssen wir uns auf jeden Fall noch angucken. Warte mal, ich bin gleich da. Ja. Ich hätte auch einfach Pyramidal machen können, aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht. So, zack, ich bin jetzt da. Okay, was steht? Ah, zur Zeit geschlossen. Skin-Event, Eintritt frei. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das Grundstück gefällt mir. Hier wurde auf jeden Fall auf die kleinen Details geachtet. Pass auf, was hältst du von dieser Bewertung hier? Oh, ups. Einmal so, zack. Und ein Diablock rein, ja. Und ein Diablock rein, weil ich sehe schon ein paar Sachen, wo man das auf jeden Fall verbessern könnte, aber gefällt mir richtig, richtig gut. Wie gesagt, auf jeden wenn Fall. Ihr bei einem Grundstück vielleicht mal nicht unserer Meinung sein solltet, wie gesagt, gerne eure Kritik, aber in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch euren Senf dazu abgebt. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir uns doch mal das nächste Grundstück an, oder was meinst du, Devin? Ja, Random Generator läuft. Okay, alles klar, stopp. Okay. Was sagst du, Devin? Lohnt sich vorbeizuschauen? Ja. Oha. Oha, oha. Und ich glaube, okay, es ist noch nicht alles eingerichtet. Okay, 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 schade. Aber es ist einiges eingerichtet. Warte mal, ich habe hier gerade, ich muss hier gerade eine Sache ändern. So, jetzt fliege ich nämlich ein bisschen schneller. Okay. Hauptsache, er hat oben alle Etagen so fast leer, aber oben die oberste Etage komplett Devin, richtig luxuriös eingerichtet. Ich muss dir leider sagen, das hatte ich schon mal in einem Grundstücke bewerten Video mit Philipp zusammen. Ja. Und warte mal, hier ist sogar, guck mal, hier ist die Bewertung sogar. Ich sehe es sogar. Wenn ich mich recht entsinne, ich schaue noch mal ganz kurz, ob sich was verändert hat in der Zeit. Ich bin mir auch gerade gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, es hat sich hier nicht viel getan, dass wir was an der Bewertung ändern können, glaube ich. Okay. Hier oben ist noch, ich glaube, das war auch schon. Ich glaube, wir müssen weitermachen, Devin. Wer hätte sich hier schon was getan, dann hätte man auf jeden Fall was an der Bewertung schrauben können, weil ich finde, die Form an sich, es hat echt was hier. Aber naja, ist der Random Generator an, Devin? Ja. Okay, stopp. Jo. Wir sind bei Toni Spadason. Okay, also ich muss sagen, das gefällt mir. Oh, ups, was habe ich denn? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe aus Versehen TPO 1 eingegeben. Mensch, Devin, was ist heute mit mir los? Okay, jetzt bin ich wieder also bei dir. Das Haus gefällt mir mal mega. Guck dir das mal an. Okay. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Also ich gucke es mir immer ganz gerne ein bisschen weiter vom Weiten an. Dann wirkt das Haus immer von außen immer relativ gut, und was mir auf jeden Fall gut auffällt, ist erstmal die Form. Das sieht einfach nach was Besonderem aus. Das sieht richtig gut aus. Und was mir auch gefällt, ist, dass er den gesamten Platz von seinem Grundstück ausgenutzt hat für das Haus. Mhm. Auch hier unten, du musst mal hier unten reingehen. Hier sind Hühner, er hat hier richtig so eine Farbe. Das Haus ist quasi so auf Stelzen gebaut. Aber ist auch alles, der hat sich richtig Gedanken gemacht von außen. Mhm. Das merkt man auf jeden Fall. Das ist alles symmetrisch, alles hat seinen Platz. Das gefällt mir richtig gut. Und hier unten ist man dann quasi unter dem Haus. Das Haus steht so auf Stelzen. Und hier ist dann hier ist eine Hühnerfarm. Okay. Hier ist eine Papageienfarm. Okay. Ich würde sagen, wir schauen mal kurz rein, was drin so abgeht. So, zack, dann würde ich sagen, gehen also wir drin, es geht auf jeden Fall noch mehr, aber okay, ich glaube, er ist ja noch nicht ganz fertig. Ja, wie gesagt, okay, drin, hier geht's wieder raus. Wo geht's? Oben ist noch so ein kleines Lager. Okay, also wir haben jetzt dann natürlich noch nicht alles gesehen, aber so vom ersten Eindruck, glaube ich, hätte man drin noch ein bisschen mehr machen können. Aber, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass er auch noch nicht fertig ist. So, aber wir müssen berücksichtigen, von außen sieht das schon mal richtig gut aus. Auf jeden Fall. Außen ist echt richtig geil. Mir gefällt die Form richtig gut, kreativ. Da hat er alles gegeben, das muss man auf jeden Fall sagen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal eine Dia-Bewertung. Aber mehr ist leider erstmal noch nicht drin, weil von innen, muss ich sagen, ist das Ganze noch ein bisschen trist. Genau, wir bewerten ja immer das Gesamtpaket. Ja, wir müssen immer das Gesamtpaket bewerten, Freunde. Deswegen denke ich, ist eine Dia-Bewertung auf jeden Fall fair. Und eine Sache muss ich noch ganz kurz sagen, zwischendurch. Wir bewerten gleich das nächste Grundstück. Und zwar, mir ist aufgefallen, einige von euch haben das noch gar nicht gemerkt unter den Durchrastenspielern. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit /P-Shop euch für Ingame-Geld mehrere Grundstücke zu holen. Ich kann da jetzt hier an der Stelle nicht draufklicken, weil ich als Inhaber unendlich viele Grundstücke besitzen kann. Aber für euch
euch ist das auf jeden Fall was. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist nochmal so eine kleine Motivation, um ein bisschen mehr zu spielen. Da könnt ihr euch quasi den Traum von mehreren Grundstücken verwirklichen, ohne dass ihr einen Rang haben müsst. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter, Devin. Oder was meinst du? Okay. Alles klar. Ist der Random Generator an? Okay. Alles klar, Devin. Dann würde ich sagen... Lalala. Stopp. So, wir sind bei Porzellandeko. Okay. Und Porzellandeko ist, glaube ich, noch relativ neu. Okay, ja, ich glaube. Ich glaube, das müssen, brauchen wir gar nicht bewerten, oder? Ja, ich glaube, das sollten wir noch nicht bewerten. Das war unfair. Nee, weil ich glaube, wenn ich das jetzt. Er hat ja auch nicht darum gebeten, dass wir das bewerten, oder? Ja, nee, ja. Ja, ich glaube, wenn ich das jetzt bewerten würde, dann wäre jemand. Nicht so wirklich. Nee, dann wäre nicht mal. Okay, gut. Komm, wir machen die nächste Bewertung. Let's go. Okay, wenn der Generator läuft. Oh, stopp. Okay. Wir sind beim Plot von Thomas 333. Okay. Und er hat eine kleine Villa gebaut. Nicht schlecht. Er hat eine kleine Villa gebaut. Die hat er komplett eingezäunt. Ich muss sagen, bei der Einzäunung, da geben sich manche Leute echt viel Mühe. Aber die ist ein bisschen. Ja, die ist ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ja, da kann man auf. Da kann man echt. Die ist jetzt nicht schlimm, die ist jetzt nicht hässlich, keine Frage. Aber da kann man echt noch mehr machen. Da habe ich echt schon Besseres gesehen. Aber okay, wir schauen uns das Ganze mal von innen an. Aber er hat auf jeden Fall seinen Garten ein bisschen eingerichtet. Ein bisschen angerichtet, ein bisschen runder Gang hier. Ein Teich hat er sogar. Das gefällt mir auf jeden Fall. Hier hat er auch Papageien. Mensch, wie viele Leute haben denn Papageien hier auf dem Server? Irgendwie 3 Leute hatten schon Papageien. Krass, oder? Ja, das ist echt schon krass. Aber also ich muss sagen, wir haben schon heute echt viele gesehen. Papageien sind ja auch nice, muss man ja auch sagen. Ja, die sind auch cool. Innen relativ frisch gehalten. Hier hat er ein paar Keramiksteine und hier einfach sein Lager. Hier ist nochmal eine Hühnerfarm. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal nach oben. Ja, hier ist ein kleiner, aber feiner Shop. Hier ist nochmal. Okay. Also. Ja. Ich würde sagen. Keller ist auch keiner da. Auf jeden Fall. Überdurchschnittlich gut, würde ich sagen. Pass auf, was hältst du davon? Ja, das ist eine gute Bewertung. Kann man so stehen lassen, oder? Alles klar, warte, dann machen wir es hier, damit es nicht den Eingang blockiert. Und dann würde ich sagen, dann hauen wir nochmal den Random-Generator an, oder? Okay. Was meinst du denn? Okay, let's go. Alles klar, gut. Ich würde sagen, dieses Mal warten wir mal ein bisschen länger, damit der Random-Generator mal ein bisschen durchrattert. Und wie gesagt, ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil ich sehe manchmal Kommentare, da beschweren sich Leute über unsere Bewertung. Wenn ihr nicht zufrieden seid, dann schreibt eure Bewertungsmeinung gerne in die Kommentare. Okay, Devin, die Zeit ist reif. Stopp. Okay. Mosh-Tag. Oh, das sieht auf jeden Fall... besonders aus. Ist leider noch nicht ganz fertig. Aber das gefällt mir auf jeden Fall schon mal von außen. Das fertig, glaube ich, wird es richtig heftig aussehen. Mächtiger Eingang, das hat was, ne? Und der Garten ist auch wieder gemacht, ne? Mensch, ihr seid ja richtige Landschaftsgärtner, seid ihr ja. Okay, aber okay. Hier ist auch wieder ein Papagei. Hier in der kleinen Abstellkammer. Das kommt mir hier so bekannt vor. Das habe ich schon mal gesehen. Ihr müsst euch vorstellen, Freunde, ich sehe ja echt viele Grundstücke hier auf dem Server. Deswegen, wenn ich mich mal an ein Grundstück nicht wieder erinnere, dann seid mir nicht böse. Aber das kommt mir so bekannt vor, als wäre es erst gestern gewesen. Freunde, wenn ihr euch an das Grundstück erinnert, dann schreibt es mal in die Kommentare, weil das interessiert... Wilko, tippe dich mal zu mir. Ach, wir haben das schon... Ach, das haben wir bewertet! Das haben wir bewertet! Das ist jetzt peinlich. Das ist jetzt echt peinlich. Aber ich glaube, das ist keine 2 Eisen und eine Dia-Bewertung. Ich glaube, dass da wurde ein bisschen was verändert, oder? Ich glaube auch, dass hier echt ein bisschen was verändert wurde mittlerweile. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Devin, was ist jetzt, wenn hier nichts verändert wurde? Und wir die Bewertung verändern, dann denken die Leute auch, wir sind komplett dumm. Aber ich sehe... Wollen wir einfach mal Folgendes machen? Wir machen es folgendermaßen, Devin. An den Grundstücksinhaber. Warte mal, wem gehört das Grundstück? Mosh-Tag, pass auf. Wenn das Grundstück komplett fertig ist, dann werden der gute Devin und ich uns das Grundstück nochmal anschauen und dann werden wir die Bewertung updaten. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt, wenn du immer noch nicht ganz fertig bist, jetzt nochmal hier eine Bewertung, das wäre ein bisschen sinnfrei. Oder was meinst du, Devin? Aber ja, sieht auf jeden Fall, gefällt mir auf jeden Fall. Ja, auf jeden Devin, Fall. Dann hau jetzt nochmal den Random-Generator. Mensch, Devin, warum finden wir denn heute zweimal ein Grundstück, was schon bewertet wurde? Was ist denn los, ey? Okay, Devin, stopp. Okay. Wir sind bei Schuli.
Und das ist relativ klein. Aber hier geht's um den Keller. Relativ am Anfang. Was? Ja, guck dir mal im Game Mode 3 den Keller an. Boah, der ist aber relativ groß. Warte mal. Ohoho. Also, wenn er eins hat, dann ist das auf jeden Fall Lagerplatz. Guckt euch das mal. Ordnung vor allem. Ordnung. Er hat jedes Item hier benannt mit einer eigenen Kiste. Boah. Das ist viel Arbeit. Also das ist jetzt natürlich nichts, was schön ist, was für die Inneneinrichtung gut ist, ne? Aber krass. Das ist auf jeden Fall krass, ne? Und praktisch ist es allemal, das kann ich euch sagen. Da kann man echt viel reinpacken, okay? Hier ist jetzt nicht so viel im Keller, aber okay. Der hat auf jeden Fall erstmal seinen ganzen Keller ausgehöhlt, ne? Obwohl das von außen gar nicht mal so groß aussieht, ne? Was ich auf jeden Fall sagen muss, mir gefällt das Material, was hier verwendet wurde. Das sieht man nicht oft. Das stimmt. Das muss man sagen. Aber allzu viel kann man hier noch nicht bewerten. Mir gefällt die Form und so, aber ich würde sagen, guck mal, wenn man nicht zu hart ist und man sagt, komm, da kann man echt was Geiles draus werden. Das sieht jetzt schon geil aus. Was hältst du davon? Mit dem Dia-Block wollen wir nicht erstmal den Eisenblock und dann irgendwann, also, wenn er... Du hast recht, Devin, du hast recht. Allzu viel gibt es hier echt noch nicht zu gucken. Komm, machen wir die Eisenbewertung und dann können wir doch mal nochmal den Random-Generator anmachen. Okay. Oder was meinst du, Devin? Ey, Devin, warum rennst du jetzt weg? Du musst doch den Random-Generator anmachen. Okay, komm, Devin, bist du bereit? Okay, er läuft. Devin, guck mir in die Augen. Bist du bereit? Ja. Los. Ja. Stopp! Okay. Wir sind bei Blockmonster. Oh. Ein Moderator von uns, Moderator Plus sogar. Der gute Blockmonster, sein großer. Er fliegt hier gerade sogar rum. Ja, noch gar nicht. Mensch, was hat denn der da hingezimmert, sag mal? Das ist ja mal. Okay. Da hat jemand ein bisschen Langeweile gehabt, glaube ich. Also, das ist schon mal eine große Burg. Alter Falter. Das ist ja mal echt. Das sieht ja mal richtig krass aus. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das sieht auch so. Überall, wo man hinguckt, das sieht so gut aus einfach. Das ist echt krass. Das sieht richtig gut aus. Okay, die linke Seite ist eingerichtet, die rechte noch nicht und der Keller ist komplett ausgehöhlt. Jetzt ist natürlich die Frage, Devin, von welcher Seite? Okay, er hat auch sogar Enderkristalle am Start. Hier kann man reinlaufen. Genau, da. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. Warte mal. Hier, die Seite ist eingerichtet, sagst du? Hier ist eingerichtet alles, ja. Okay. Es gibt doch eine obere Etage mit einem großen Raum noch. Hier kann man schlafen. Hier geht's hoch. Hier ist... Warte mal, was ist hier? Dritte Treppe, Wohnbereich und Sitzung. Hier ist ein Sitzungssaal. Mensch, hier kann man sich ja mit ganz vielen Leuten zusammenfinden und ein geht's auch noch höher sogar. Gespräch führen. Warte mal, wo geht's denn? Hier. Wo geht's denn? Okay, warte. Hier geht's nochmal höher. Hier geht's sogar nochmal höher. Okay, dann gibt's hier auf jeden Fall Platz en masse und ganz, ganz, ganz viele Schalkerkisten. Oh, da hat immer jemand ganz, ganz viel Glück in den Kisten gehabt. Und, okay, also von innen sieht das auch richtig gut aus, ne? Das sieht null langweilig von innen aus. Nichts ist irgendwie richtig quadratisch, Minecraft-mäßig. Und diese sogar Fassade schon, einfach. Also da kriege ich schon Kopfschmerzen, wenn ich hingucke. Ja, habe ich gerade gesehen. Der gesamte Keller ist schon ausgehöhlt. Okay. Mega. Okay. Und die linke Seite, die ist von innen noch nicht eingerichtet. Da bin ich aber auch schon gespannt, wie das später mal aussehen wird. Also ich glaube... Also ich muss sagen, alleine schon Respekt, Riesenrespekt für diese Fassade. Da hätte ich allein schon Kopfschmerzen gehabt und hätte mich so oft verbaut. Wirklich, ne? Wirklich, du hast recht, Devin. Bei der Fassade, da hätte ich angefangen zu heulen, wirklich. Also ich glaube, da würde ich Folgendes machen, Devin. Was hältst du? Warte, so, zack, zack, zack. Weil es auch noch nicht ganz fertig ist, aber es schon echt verdammt geil ist. So. Ja. So. Damit, na, wenn es fertig ist, kommt das dritte Drachenei bestimmt noch mal hin, aber... Kommt nochmal die Creme de la Creme, aber das gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und ich sehe gerade, die Aufnahme geht schon echt verdammt, verdammt lange. Mir hat es heute auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß gemacht, aber ich glaube, das war auf jeden Fall für YouTube heute genug Grundstücke für heute. Das war es dann jetzt auf jeden Fall heute mit dem Grundstücke-Bewerten-Video. Im nächsten Grundstücke-Bewerten-Video kommt auf jeden Fall wieder City Build 2 dran. Das heißt, wenn euer Grundstück dran genommen werden soll, dann schreibt doch auf jeden Fall mal einen Forum-Beitrag. Es gibt jetzt einen neuen Forum-Spot.
im Forum. Da könnt ihr euer Grundstück einsenden. Dann wissen wir, dass ihr ein cooles Grundstück habt, was der gute Devin oder der gute Fox und ich uns mal anschauen können. Wenn ihr wollt, dass wir das bewerten, dann schreibt das einfach ins Forum. Und dann war es das jetzt mit dem Video. Denkt dran, wenn euch das Video gefallen hat, hier einen Daumen nach oben da zu lassen. Würde mich mega, mega freuen. Dann weiß ich, dass euch das Video gefallen. Oder natürlich, wenn euch das Video nicht gefallen haben sollte, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten da lassen. Dann wissen wir, dass wir uns verbessern können. Und dann war es jetzt mit dem Video. Haut rein. Denkt dran, macht dem guten Devin die 20.000 Abos voll. Ich will das heute noch sehen, Freunde. Was denkst du, Devin? Wenn ihr euch reinhaltet, Freunde, dann bekommt der gute Devin das heute auf jeden Fall noch hin. Ich bin ziemlich guter Dinge, dass wir das auf jeden Fall schaffen, Freunde. Wie gesagt, denkt dran, in der Videobeschreibung findet ihr seinen Kanal und dann war's das jetzt mit dem Video. Haut rein. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Tschüss. Ciao.